Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Starfield. Ja, für mich ist jetzt über eine Woche vergangen seit der letzten Episode. Und ich habe das jetzt noch so im Kopf, dass wir ja diese religiöse Suche da gemacht haben. Wir sollten ja diese Grabstätte jetzt finden, um zu schauen, ob wir da mehr Antworten finden. Und genau das werden wir in dieser Episode auch machen. Gut, rein in den Pilotensitz. Ich würde gerne abheben und ich wäre echt froh, wenn wir nicht angegriffen werden. Habe ja noch im Kopf, dass man ja eigentlich das mit dem Außenposten mal ansehen wollte. Und das schiebe ich noch ein bisschen vor mich hin. Erstmal lassen wir diese ganzen Fundstücke hier bei uns. So. Wir müssen einmal nachsehen, einmal raus. Ich habe ein Kopfgeld, ist ja schön. Ich muss hier hin. Indom, Sprung. Ach nö. Ja, das ist ja wieder super hier. So, Schilde müssen wir nach oben machen hier. Ach, so ein Scheiß, ey. Vielleicht nicht gegen den Felsen da. Okay. Ach Mann, ey. Warum müssen wir die jetzt nerven hier? Es ist gerade super ungünstig. Ich will nicht mit dir gerade reden. Alter Mann, ey. Ja, sehr geil. Es ist alles scheiße hier. Ja. Wie ich das hasse. Gut, auf ein zweites Mal. So, du entkommst mir nicht. Wo bist du? Wo bist du? Komm, 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 komm. So, Schilde, maximale Power. Wo sind sie? Ja, okay, gut. Wo sind die anderen? Scheiße, Rakete. So. Na, wo sind sie? Wer sind die anderen da?
Gut. Einmal drehen. Gut. Was ist jetzt? Ah, Dankeschön. Okay, dann hätten wir das. Dann können wir da jetzt hoffentlich mal landen hier. Ah, Ruhestätte. Landen. Runter hier. Gott sei Dank hatte ich Hilfe. Schön wäre auch, den Marker hier nicht weggemacht hat. Ich hätte da einiges. Gute Entscheidung. Boy. Sogar vor Episodenstart hat er schon gesagt, er will mit mir quatschen. Habt ihr schnell gemacht. Ging es halt darum, dass er mit seiner Tochter ein bisschen einen lauten Streit hatte. Und über seine alte Beziehung. Jetzt will er halt nochmal quatschen. Ah, ist furchtbar. Könnte jetzt auch die Wüste in Afrika oder so sein. Dürfte nur weniger schwarz sein. So. Ich bin mal gespannt, ob das uns irgendwie hilft hier. Kann man hier scannen? Was war das? Oh, das war der falsche Knopf. Gut, hätten wir das auch mal getestet. Oh, was haben wir hier? Hm, Fischmittel. Nö. Passt man einmal kurz nicht auf und die Natur erobert alles zurück. Schönes Pausenfleckchen. Naja, es sieht jetzt aber nicht so aus, als wäre das schon sehr lange verlassen hier. Immerhin, das Licht brennt noch. Oh ja, bitte. Komm, Station. Okay. Eiflosung des Pilgers, Nummer 1. Die leichtgläubige Einfalt der Menschen verblüfft mich immer wieder. Meine schlimmsten Instinkte, der böse Geist, bringt mich dazu, sie zu verachten. Dann fällt mir ein, dass ich in etwas eingeweiht bin und sie nicht. Ich kann und sollte sie nicht wegen ihrer mangelnden Vision verurteilen, da ich wohl weiß, dass die Scheuklappen sie blind machen. Schließlich trug ich sie einst selbst. Für ihr Wohl hoffe ich, dass sie es eines Tages verstehen, doch für mein Wohl möchte ich in Ruhe gelassen werden. Okay. Mensch, nicht sauber hier im Bad. Ja. Mikroskop R240. Ach komm, nimm mal mit fürs Schiff. Aufsehen des Pilgers 05. Ui, oh shit, das ist wieder viel Text hier. Ich bin nämlich dabei, wie ich verschiedene Vergangenheiten und mögliche Zukünftige denke. Ich stelle mir vor, wie ich den Tag weiter beschreite, weiser werde und mich weiterentwickle. Ich stelle mir vor, wie ich ein weiteres Mal den Schritt in eine andere Welt mache, um alles von vorne zu beginnen. Was mir dabei auffällt, dieser Weg scheint mir erfreulich. Jeder Schritt ist eine intrinsische Belohnung. In dieser Zukunft sehe ich vorfreudig im Vergnügen eine erfüllere Version von mir. Erfülltere, so. Um der Gesamtheit aller Möglichkeiten willen, stelle ich mir dann einen anderen Weg vor. Was, wenn ich zur Ruhe käme, nicht mehr nach meiner eigenen Kraft strebte? Was, wenn ich auch auf die Stiche des Mitgefühls in meinem Herzen hören würde und mich um all die kümmern würde, die sich stets um mich versammeln? Was, wenn ich einfach nur leben und lehren würde, um andere zum Licht zu führen? Wenn ich sterben würde. Dieser Weg scheint ebenfalls erfreulich. Diese Version von mir ist in der Zukunft auch erfüllt. Einen Unterschied aber gibt es. Wenn ich aufhöre, an meinen eigenen Möglichen rumzudenken, schwindet das Vergnügen fast sofort. Wenn ich bleibe und etwas aufbaue, bleibt dieses Gefühl bestehen. Etwas daran ist bleibender, erfüllender.
Ich weiß nicht, was dieser Unterschied bedeutet, doch ich bin dankbar, dass ich mir die Zeit für diesen Gedanken genommen habe. Okay, das ist ein Baum mit. Computer erforderlich. Wenn dich die Suche nach der richtigen Antwort hergeführt hat, kennst du auch die richtige Frage. Ich erwidere deine Frage mit einer anderen. Wenn du meine Aufzeichnung gelesen hast, beantworte, was ist die Last der Menschen? Ja. Wer ist dein größter Gegner? Der Hunter, ich selbst. Was ist die Quelle dauerhafter Zufriedenheit? Wachstum, besser und stärker werden. Ein kühler Trinken, eine warme Nahrung, innehalten, Offenheit zum Mitgefühl. Ja. Du kommst hierher, um die wahre Bedeutung der Allheit zu finden. Wenn du das noch immer dein Ziel ist, findest du im nächsten Raum einen letzten Teil von mir. Ich habe meine einzige wahre Antwort vor langer Zeit gefunden. Wenn auch nicht auf die Art, wie ich es erwartet hatte. Ich hoffe, deine Reise führt dich zur Wahrheit. Okay. Erstmal looten. Obsidian. Credits. Immer gut zum Verkaufen. Ja, nehmen wir auch mit. Hast du dich dick genug eingepackt? Nein! Bitte lass mich doch einfach mal kurz in Ruhe. So, letzte Aufnahme des Pilgers. Ich kenne die richtige Antwort nicht. Vielleicht erfahre ich sie nie. Mittlerweile aber macht mir das kaum noch etwas aus. Je länger ich hier bin, in dieser Welt und dieser Zeit, desto klarer wird, dass ich genau hier sein sollte. Dieses Mal ist das anders. Es geht nicht mehr um mich, weshalb ich nicht fliehen muss. Ich kann etwas Eigenes aufbauen, anstatt mich mit etwas herumzuschlagen, das andere meinen Namen erschuf. Es kann von Nutzen sein. Diese andere Person lasse ich zurück. In dieser Welt gibt es keinen Platz für sie. Sie soll sterben. Ich werde leben und das gesegnete Universum zu erleuchten. Dies ist das Ende meiner Reise. Doch um alles zu wissen, musst du den Anfang kennen. Auf Hühler 2 bewegt sich... einen Moment. So, da bin ich wieder. Ich muss nochmal ganz kurz husten. Und währenddessen habe ich aus Versehen die Aufnahme beendet. Super. So, auf Hühler 2 verbirgt die Insel den Skorpion und den Stachel des Skorpions verbirgt die Wahrheit. Okay. Klingt mystisch. Nochmal schauen. Also hier haben wir jetzt schon mal alles. Ich würde sagen, dann schauen wir uns hier noch kurz um. Wir wollen ja keine Gutes hier da lassen. Was auch immer er hier gemacht hat. Oh, ja, das nehme ich mit. Mal schauen, für was ich das dann noch später brauche. Ja, also hier schaut es dann schon ein bisschen verlassener aus. Hauptsache, die Werkbank geht noch. Nee, Uniform brauche ich nicht. Credits! Oh, ganz schön kalt. Aber ich mag das. Braucht man nicht. Lass mal kurz unterhalten. Nein! Oi. Die Galaxie ist zu groß, um immer am selben Fleck zu bleiben. Wohlbar. Außer man hat einen richtig schönen Ort. Na, ich glaube, das war's. Gut, dann ab zum Schiff und zum nächsten Planeten. Hoffentlich ohne Kampf. So, abheben. Dankeschön. Also, einmal auf die Karte. Ist es hier? Nee. Wo ist es? Das ist ja... Das ist ja mega weit weg. Dann fliegen wir erstmal bis hier hin. Einmal einen Sprung.
Weißt du was? Oh, Angriff. Okay, wir springen gerade direkt wieder. Und zwar nach dahin. Nee, sicher nicht. 3, 2, 1. Ja! Sorry, ich hatte jetzt keinen Bock, da nochmal zu fighten. So, einmal landen. Uralte Ruinen. Oh, da ist noch ein bisschen mehr hier. Na gut, runter. Okay, ich sehe da schon interessante Dinge. Ich dachte schon, da wäre ein Gegner gewesen. Nein, Sam, falls du fragst. Du stehst da ein bisschen ungünstig. Die Ruinen sehen uralt aus. Ach, Wladimir würde ausflippen. Und Barrett fast zur Zeit zum Beispiel. Das wäre wirklich richtig klasse. Nein! Okay, wir probieren es einfach mal. Neuer Tag, neuer Show. Alter! Nein! Okay. Ich glaube, ich brauche eine andere Waffe. Vielleicht eine Schrotze. So. Sam, komm. Mach dich nützlich. Eigentlich. Ich muss das mal ganz kurz machen. Sieht das eigentlich ganz cool aus. Dankeschön. Das hat jetzt nicht sehr viel gebracht. Wieso kommst du nicht her? Und eigentlich ist es doch ganz gut, wenn du nicht herkommst. Na komm, schau nach oben. Geil. Ist manchmal von Vorteil, wenn die KI nicht so helle ist. Nice. Nice. Reload. Der nächste Kandidat. Ah, dieses Ausweichen ist gemein. Alla. Lad nach. Alla. Scheiße. Medikit. Das war knapp. Doch nicht die idealste Waffe. Ne, zweimal die gleiche hier drin.
Probieren wir es mal mit dir. Lad durch! Alter! Lad nach! Alter! Lad nach! Wer ist er? Alter! Alter! Ach, Mann. So, gehen wir mal kurz ins Waffeninventar. So, Waffen. Am meisten Wumpf. Und der Escher Tamer hier. Das ist der Kollege hier. Was machst du da? So, mein Kollege. Oh ja. Drei Schuss nur. Lauft. Man könnte natürlich auch mal mit einer Granate Hallo sagen. Wäre ja auch eine Option. Hallo. Gut, jetzt kommen ein paar mehr. Gut. Hast du Zeit zum Gehen? Nein. Na toll. Nice. Nochmal zwei. Hallo. Na komm her. Alter. Das gibt's doch nicht. So, vier Schuss noch. Komm her. Gott, ein Kollegen noch. Alter. Alter, nein, 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 nein. Ich komm. Scheiße. Er bleibt mal so beschissen hängen. Alter, schnell. Reload. Du sollst nachladen! Alter! Alter, ich krieg eine Krise. Was ist eigentlich das für die... Das gibt's doch nicht! Wie kann ich denn da so hart abkacken? Das... Ah. Yoshi, verzeih mir, wenn du das siehst. Alter. Oh, alles mal durchladen hier. Die Waffe ist mir hier noch ein bisschen ein Rätsel. So, wir werden erstmal mit dem hier arbeiten. Was ist denn das hier Schönes? Okay.
Was genau soll ich hier machen? Ja, okay. Muss ich jetzt dann genau diesem Pfad hier folgen? Ich bin mir nicht so sicher, was er von mir will. Ist es auch nicht? Die Steuerung ist auch überhaupt nicht komisch. Ich hätte jetzt ja mal gesagt, ich hätte auf dem Punkt dann müssen, aber... Ja. Nee. Was steht in der Missionsbeschreibung? Reise zum letzten Stern im Sternbild Skorpion. Ach, ich hab's schon. Reise zum letzten Stern im Sternbild Skorpion. Ach so, weil da hinten das dann angegangen ist. Okay. Gibt's hier ansonsten nur irgendetwas, was interessant wäre? Sieht nicht so aus. Ja gut, dann tschüss. Aber ich meine, wir wissen jetzt ja den Stern, wo wir hin müssen. Aber nicht nach was wir da eigentlich suchen sollen. Oh, ein bisschen noch. Gut. Nein! Ah, scheiße, ich hätte dir den Kopf bezahlen sollen. Was ist? Hier, für dich. Ja. Ist nur ein kleiner Beitrag zu unseren Bemühungen. Habe ich bei unserem letzten Planetenausflug gesehen. Gehört zum Service. Hey, ich finde eben einfach manchmal Sachen. Ich halte die Augen offen. Frag mich einfach ab und zu. Vielleicht finde ich mal wieder was. Antimon. Okay. Ja, dankeschön. Oh, da ging es doch rauf. Schön, dich zu sehen. Jo. So, halt, so. Einmal express zum Cockpit. Abheben bitte. Danke. Ist schon eine etwas längere Schnitzeljagd, die wir da hier machen. Südele, wo ist denn das? Wo ist das? Ein bisschen rausgehen.
Ja, ich habe keinen Marker bis auf... Bis auf den da. Warum hier? Pillar 2. Wieso willst du, dass ich hier hingehe? Ich verstehe es gerade irgendwie nicht. So, wo ist der letzte Stern? Skorpion-System. Ah. Oder soll ich das noch nicht machen? Alter, Level 70. Und wir sind noch recht low. Missionen L. Ach, ich habe den Marker verloren. Hierhin müssen wir. So, bitte einmal springen. Und das, wenn es geht, ohne Stress. Ach nö. Ja, es war richtig, dich gehen zu lassen. Tut er das? Ah. Jetzt ergibt langsam alles Sinn. Komm an Bord. Es gibt noch ein Sternenblut, das dich gerne kennenlernen möchte. Ich kann selbst. Schiff der Constellation, du warst nicht eingeladen, aber wir haben viel über dich gesprochen. Ist nur recht und billig, dass du auch dabei bist. Ich garantiere persönlich für deine Sicherheit, solange du in Frieden kommst. Wir lassen die Waffen oben. Das ist deine Chance, die Antworten zu erhalten, die du so dringend suchst. Irgendwie sagt Male, sie sollte das nicht tun. Ja, wer ist denn das? Sagen wir einfach, die Sternenblüter wollen nicht, dass ich die Artefakte in die Finger kriege. Wenn du mir nicht vertraust, ist das dein Plan B? Aha. Ich weiß, deine Begegnungen mit uns waren nicht erfreulich, aber wir sind hier, um zu reden. Und du verdienst Antworten. Ah ja, das mit dem Reden, das haben wir ja gesehen. Komm, machen wir's mal. Siehst du, wir vertragen uns ja. Vorerst. Ja, fürs Erste. Ja. Moment mal. Wie war das nochmal? Oh, Skill Level. Na, warum schaltet er nicht um? So. Hallo. Warum? Man merkt wieder, ich habe ein bisschen Pause gemacht. Ah, wie war denn das jetzt? Wie war denn das jetzt wieder? Das war doch in Range von 500 Metern. Ah, das gibt es noch nicht. Fotomodus. Okay, jetzt muss ich tatsächlich mal kurz nachschauen, wie das mit dem Docking wieder geht. Ihr sollt nicht so lange Pausen machen. Das ist echt schlimm mit mir. Also, bin gleich wieder da. So, so einfach kann es sein. Einfach nur E-Taste drücken. Und dann R. Ja, ich hab's nicht mal gewusst.
Okay. Okay. Muss ich mal schnell ein Foto machen. Von euch zwei da. Sieht ziemlich minimalistisch Hallo. Aus. Mal wieder. Du erinnerst dich doch noch an die Helix, oder? Ich glaube, sie haben dich über Neon überfallen und wollten das Artefakt haben, das du nur mit Mühe beschafft hattest. Danke für die nette Vorstellungsrunde. Dein Erfolg sucht seinesgleichen. Vor deinem Eintreffen haben wir diskutiert, dass es nicht klug ist, dich angreifen zu wollen. Ja, haben wir. Wir sind kein großes Ganzes. Die Sternenblüter sind Individuen. Manche eint die Sache, andere verfolgen ihr eigenes Ziel. Wir verfolgen alle unser eigenes Ziel. Manche sind nur ehrlicher. Sie haben dein Schiff bedroht, verlangt, dass du dein Artefakt aufgibst. Inwiefern unterscheidet sich das von meinem Tun? Wir mussten dich vorwarnen. Jede Begegnung mit uns könnte eine Katastrophe nach sich ziehen. Wieso? Für wen denn? Ich sage, wer sie sammeln kann, nur zu. Mord wird dadurch auch nicht gerechtfertigt. Ja, das stimmt. Ich habe vor, dich zu töten und deine Artefakte zu nehmen. Wir drehen uns im Kreis. Ich will dir etwas über die... Ja. Und wer darf das entscheiden? Du? Ich? Irgendwer? Moral ist für mich schon ewig ein Thema. Aber ich treffe nur auf Leute, die anderen ihre Denkweise aufzwingen wollen. Regeln, die ein Prinzip sein sollen, aber mit Gewalt durchgesetzt werden. Genug. Wir haben etwas zu besprechen. Die Allheit. Du bist auf dem Weg dorthin. Sie ist ein Ort, ein Tor. Dort wurden wir wiedergeboren. Du gehörst wohl nicht mehr zu den ersetzbaren Dustys. Aus dir ist richtig was geworden. Das ist doch nur... Das ist doch nur ein Hologramm oder sowas. Optische Täuschung. Ich bin nicht mehr dieselbe Person. Dieses Universum ist nur dein erstes. Ich habe Hunderte gesehen. Wo ich herkam, bin ich bei der Loge geblieben, um die Artefakte zu schützen. Du bist an Bord des Auges gestorben, als wir den Hunter aufgehalten haben. Eine Version von mir. Ich habe die übrigen Artefakte eingesammelt. Sie haben den Weg zum Zentrum meines Universums geöffnet und das Tor zu unendlich vielen weiteren. Das ist die Allheit. Als ich sie betrat, fand ich mich in den Reihen der Sternenblüter wieder. So gelange ich in andere Welten. Ja. Ich muss. Die Sache ist größer als wir alle. Für das Amilar und zum Öffnen des Tors zur Allheit benötigt man alle Artefakte. In jedem Universum kämpfen die Sternenblüter um sie. Unschuldige Sterne. Du weißt, was die von den Tempeln gewährte Macht verursachen kann. Die Anarchie. Jemand muss entscheiden, wer sie erhält. Der Gesandte sagt, nur die Würdigen dürfen ins Himmelreich einkehren. Du verdrehst mir die Worte. Sie sind Heuchler, nutzen das Chaos der Jagd nach Artefakten, um eine Ordnung zu etablieren, in der sie bestimmen, wer würdig ist.
Ich habe deine Loge wegen der Artefakte angegriffen. Du hast mich aufgehalten. Du bist entkommen. Das hat nichts mit Moral zu tun. Du hast nicht überlebt, weil du im Recht warst. Du hattest Glück, warst geschickt und hartnäckig. Was ich getan habe, unzählige Male. Ich war auch mal ein Mensch. Aber ist es wichtig, wer oder was ich war, wenn die Ewigkeit zum Greifen nahe ist? Das heißt, dass ich tausende Universen gesehen, ihre Artefakte gesammelt, ihre Tempel besucht habe. Man kriegt ein wenig von ihrer Macht mit, aber es geht weiter. Aber das heißt, die ganze Zeit, die machen ja immer das Gleiche, oder verstehe ich das jetzt falsch? Du lernst. Mein anderes Ich möchte, dass du seinem Pfad folgst. Du sollst aufgeben. Du sollst dein Universum schätzen. Das sagt sich leicht, wenn man alles gesehen, alles getan hat. Du solltest dir selbst ein Bild machen. In keinem Universum, das ich gesehen habe, bist du so weit gekommen. Der Weg zur Allheit öffnet sich für dich. Du wirst das Zünglein an der Waage sein. Da ist es besser, wenn du auf unserer Seite bist. Warum sollten Sie mich dann mitlassen? Bingo. Ich will einen Waffenstillstand. Unter uns dreien. Damit du Zeit hast nachzudenken, wie du dich der Allheit nähern willst. Auf meine Weise oder die des Hunters. Ja, finden wir heraus, wie dir der Gedanke gefällt, nach den Regeln anderer zu leben. Denk daran. Einer von uns verurteilt dich nicht. Schwierig. Erstmal hier umsehen. Oh, netter Ausblick hier. Es ist nur ein bisschen spartanisch eingerichtet. Aber hat was. Also, komm gleich zu euch, ne? Und das Steuerpult hier. Auf der Seite nochmal das genau das gleiche. Ja, gut. Ich quatsch mal mit. Bestimmt hast du noch Fragen. Schieß los. Ich weiß, wir sind nicht unsere Gegenstücke aus unseren Universen. Dennoch, schön, dich wiederzusehen. Ja. Du hast gesehen, was der Hunter anrichtet. Wenn Sternenblüter durch die Allheit reisen, finden sie mehr Tempel, erhalten mehr Artefakte, mehr Macht. Diese Gaben dürfen nie wieder missbraucht werden, um zu zerstören. Das ist nicht einfach zu beschreiben, aber die Allheit wird zu dir sprechen. Dir die Chance geben, ein Sternenblut zu werden. Du lässt dieses Universum hinter dir, um neu geboren zu werden. Alles, was du vorher warst, ist fort. Vielleicht lässt sie uns deshalb die Wahl. Mitgefühl? Oder ist es ein Test? Die zusammengesetzten Artefakte bilden eine Vorrichtung namens Armila. Sie ist in vielerlei Hinsicht ein Modell des Multiversums selbst. Mit seiner Hilfe kannst du die Allheit erreichen und von da aus zum Sternenblut werden. Und das heißt, als Sternenblut bin ich dann Beschützer von dem Ganzen und reise durch andere Universen? Ist das dann der Benefit? Anders. Beim Kennenlernen einer neuen Version weiß ich nie, wer du bist. Aber vieles an dir ist immer gleich. Es ist hart, aber jedes Universum ist auf seine Art wertvoll. In meinem wird es nie wieder dein ursprüngliches Ich geben. Und in deinem nie wieder das meine. Okay. Ja, dann. Sie wollen nur
wohl die Kontrolle über dich haben. Ich weiß nicht, es klingt schon ein bisschen schlüssig. Du glaubst, sie sind auf deiner Seite. Aber man hat dir nur wegen deiner Sturheit die Wahrheit gesagt. Vergiss das nicht. Um zu sehen, was passieren würde. Du hast wahrscheinlich keine Ahnung, wie oft ich das schon getan habe. Normalerweise stirbst du letzten Endes und die Person, die neben deiner Leiche weint, wird irgendwann der Gesandte. Manchmal kriege ich euch alle auf einmal und kann mich in einem Zug um das Problem kümmern. Manchmal erwischt mich der Gesandte zuerst und ich treffe nie ein. Das wiederholt sich also. Variationen von mir, die sich durch die Constellation hacken. Und fast nie bist es du. Dass du es auf eigene Faust zum Schiff geschafft hast, ist neu. Das ist ein Zeichen. Die sind rar geworden in letzter Zeit. Wer auch immer die Artefakte geschaffen und diese Tempel erbaut hat, spielt mit uns. Und zu gewinnen gibt es den Zugang zum Zentrum aller Schöpfung. Es gibt keine Regeln. Wer die Teile findet, gewinnt. Und ich habe gewonnen. Immer wieder. Ich töte nicht für die Allheit. Ich finde den leichtesten Weg zu ihr. Also gehst du über Leich, damit du dein Ziel erreichst. Ja. Nein. Um diese Zeit treffen wir uns irgendwie immer. Aber es geht ständig um dasselbe. Wie wäre es mit Frieden? Nein? Schade. Ehrlich, ich habe mich langsam gefragt, warum ich immer mitmache. Ist eine schlechte Angewohnheit von vor langer Zeit. Vielleicht bin ich einfach nur schadenfroh. Aber du hast uns neuen Gesprächsstoff geliefert. Vielleicht bist du nur ein Produkt des Zufalls. Oder die Allheit reagiert endlich auf meine harte Arbeit. Spannend. Okay. Aber so wirklich schlau werde ich euch zwei ja irgendwie nicht. Bisschen mysteriös, da mit den ganzen Artefakten hier und dem Schöpfer. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal Schluss für die Episode. Und dann sehen wir uns in der nächsten und mal schauen, bis jetzt wie weitergeht. Also ich tendiere ja mit ihm was zu machen. Er ist mir einfach nicht koscher. Okay, also dann bis dann und gute Reise. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.